wollte meine Beschattung mit die Shellys machen, nicht mit dem, sondern mit 2,5er. Jetzt kriege ich es aber nicht in die Dosen rein, das ist nur flache Dosen. Was soll ich denn jetzt da? Die Frage kriege ich ja ständig unter meine Videos gestellt, kommentiert, angefragt per E-Mail. Was soll ich da, wenn ich flache Schalterdosen drin habe, flache Dosen und sich in die Sachen nicht reinbekomme? Auch wenn es um Erweiterungen geht. Oft möchte man Steckdosen noch nachrüsten, ausbauen, Außensteckdosen, da müsste man da drin verklemmen. Auch das funktioniert nicht bei der flachen Dose. Was kann man da tun? Ganz einfach, den Boden der Dose nach hinten aufschlagen, größer machen. Das ist Mauerwerk. Das ist Mauerwerk. Jetzt höre ich schon wieder die Gescheithaufel, höre ich schon wieder. Ah, noch DIN VDI 0815 und noch DIN 1847. Da tun wir noch nicht irgendwas. Also, da muss ich sagen, Leute, der das macht, muss das verantworten. Ganz einfach. Diese Dinge mit der Hollanddosen, ich meine, dass ich das irgendwie nicht machen kann, Hollanddosen aufschlagen und nach hinten irgendwie als Eindrucker in die Wall, wo eventuell vielleicht Flammenproblem, Feueranfälligkeit irgendwie habe, das ist ganz klar. Da brauchen wir doch nicht, da muss man mit einem klaren Verstand mal ein wenig spekulieren. Das ist Steinmauerwerk. In dem Fall ist ja da dahinter Gips. Ich persönlich gips meine Dosen ein, ich tue nicht irgendeinen Schaum oder sonst irgendwas her. So viel dazu. Ich schlage das aus. Entweder habe ich eh so viel Gips dahinter, dann habe ich halt den Gips, drin, und wenn nicht, dann habe ich Ziegel, Mauerwerk, Bruchstab, was auch immer für das. Habe ich ja gerade gesagt, man muss da schon irgendwie ein bisschen spekulieren. Die Nächsten werden sagen, okay, dann haben wir das Thema mit Feuer gefährlich, dass da irgendwie ein Problem geben könnte, haben wir jetzt geklärt. Jetzt nehmen wir Feuchtigkeit. Ja. Die Feuchtigkeit, die ich hinter der Dose habe, die habe ich dann in der Dose und so weiter auch, aber die haben da nicht wasserdicht. Die haben da ist ja keine Gummimembran oder irgendwas drin. Das heißt, wenn da irgendwo drin etwas feucht ist, dann stimmt sowieso irgendwas nicht. Das ist das Nächste. Das ist also wieder einmal sehe ich da kein Problem und keinen Grund. Jetzt wird es aber heißen, ja, war vielleicht Stromübertragung und so weiter. Ja, okay. Das Gerücht, ich muss mittlerweile Gerücht sagen, weil das kommt, stammt aus Zeiten, wo Lüsterklemmen und Dosenklemmen gang und gäbe war. Wenn man in der Dosenklemme verklemmt hat und in der anderen Seite Hannover 6 mm der blanke Draht rausgestanden. Wenn ich den da eindrücke, kann ich vielleicht schon ein Problem, vor allem wenn ich mehr Klemmen miteinander habe. Aber in Zeiten von Vakuumklemmen sehe ich nicht das geringste Sicherheitsproblem, nicht das geringste. Da, das ist jetzt nicht der Standard. Das ist nicht der Standard. Es ist ja auch nicht so, dass in einem Haus jede Dose tiefer geschlungen wird, aber sollte das einmal der Fall sein, mache ich das so. Hab ich schon oft gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Fällt auch sagen, ist Pfusch. Das Problem habe ich hin und wieder schon gehabt, wenn Putz draufgekommen ist. Da ist ein Reibeputz draufgekommen. Ich habe das schon oft gespannt, wenn ich einen Schalter außer der Hand, dass der Putz abladet. Wenn ich da versuchen würde, die Dose innen rauszunehmen, größer stemmen und eine größere einsetzen, weiß ich ganz sicher, dass man von den Reibeputz was runterfliegt. Den Reibeputz kann ich nicht reparieren. Da muss dann vielleicht irgendein Maler oder sonst was kommen, ist mit Kosten und Aufwand verbunden. Das will ich vermeiden, das will ich nicht. Also muss ich irgendwo einen Kompromiss eingehen,
wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich mir irgendwie sicher bin, dass da nichts passieren kann, und das bin ich mir in dem Fall, ja, dann mache ich es so. Dann mache ich das Treffer, ich verursache keinen Schaden, ich brauche keinen Maler, ich brauche sonst nichts. Man kann das wieder zumachen, ich kann das selber alles reparieren, ergänzen, einbauen, ohne dass ich irgendeine Fremdfirma brauche, weil das ist ja das, was Geld dabei kostet. Und fertig ist quasi gegessen. Und keine Angst, weil ich in dem Video den Shelly gezeigt habe, das habe ich nur zur Veranschaulichung gemacht. Selbstverständlich steuert ich meine Beschattung nicht mit dem Shelly. Das Spielzeug kommt bei mir nicht rein. Aber wer sich da jetzt für das interessiert, warum ich so über die ganze Geschichte denke, der soll ja bitte auf meinem Zweitkanal gehen. Da mache ich einen Livestream, beziehungsweise da ist ein Livestream online, wo ich genau über das Thema rede, warum ich diese Einstellung habe und woher das kommt. Also Leute, los, den nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Für dich, Servus.